Ja, moin, Xens, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Terraria hier mit dem Alex. Und ich springe ja gerade fröhlich durch meine Welt. Geh jetzt mal hier runter in durch mein Haus. Und dann gehen wir auch schon wieder in den Dungeon. Denn heute ist wieder Action-Tag oder was auch immer. Was ja immer ist. So. Das ist gerade eine dezent scheiß Einstellung, die das hier hat. Das ist hier alles automatisch abholzt. Das bringt einem nämlich nicht immer was. Gut, ich mache erstmal wieder auf dem langen Weg. Und heute werde ich in dem Dungeon erstmal noch das Zuhause von der anderen zerstören, dass die endlich mal mit hierher kommt zu meinem Haus, dass sie nicht immer zu der hinrennen muss. Ich muss sowieso immer hinrennen zu der, aber so muss ich dann wenigstens nicht immer zu ihr, wenn ich nicht in den Dungeon will. Weil nur wenn ich in den Dungeon will, also kann ich zu ihr hingehen. Oder ihm, wer auch immer das ist hier. So, dann geht's runter. Die Alte steht schon draußen. Wisst ihr, was ich mache? Ich mache einfach mal ein bisschen kaputt. Dann nehmen wir die Türen noch mit. Und jetzt kannst du sehen, wo du bleibst. Ha! So. Da hinten haben wir ein Häschen. Jetzt gehen wir erstmal weiter runter. Wieder ganz weit runter. So, ich muss ja hier drüben lang. Stimmt ja. Hier muss man noch eine Fackel hinhauen. Ist mir hier zu düster. Und hier muss ich mal noch einen Steg drüber bauen. Los geht's. Ist jetzt zwar ein bisschen misslungen, der Steg, aber ja, ein bisschen misslungen ist gut. Ja, das ist bisschen in die Hose gegangen. So, jetzt geht's weiter. So, was habe ich denn jetzt eigentlich hier für so Sachen? 6 Nahkampfschaden, 7 Nahkampfschaden. Und das ist immer noch das Schwächste. Oh! Also der Hammer macht einen guten Eindruck. Oh, das ist ja der Hammer hier, ne? Oh, ich sehe das mal. Ach ne, das hat aus wie Smaragd, wo es noch ein Glowstick war. Gut. Also, mit dem Hammer voran geht's durch die Welt. Ha! Da sind sie schnell da. Wird schon fast gedacht, da kommt schon wieder ein Wurm an. Hat sich so angehört, aber es ist nur die Musik im Hintergrund. Nee, es ist doch ein Wurm. Na, komm hoch. Dann macht jetzt erstmal runter. Und da ist er down. Und jetzt geht's hier weiter. Warum sind da meine Fackeln nicht mehr? Oh! Und da unten stolziert jemand rum, den ich glaube ich nicht kennenlernen möchte. Gut. Oder halt auch nicht gut. So, jetzt geht's hier. Die brauche ich ja erstmal überhaupt nicht. Oh, ich habe vergessen, das Zeug hier zu verticken, aber auch gut. Manches von dem lässt sich ja nicht verticken. Gut, hier. Und jetzt bauen wir hier erstmal ab. Also, das ist ganz normaler bemooster Steinblock. Hätte ich das eher gewusst, hätte ich damit nicht meine Zeit verplempert. Gut. Und hier seht ihr,
ein gutes Beispiel für Redstone. Ja, es gibt Redstone auch bei Terraria. Na gut, die Fackel ist halt ist anscheinend sowieso abgegangen. Das hat jetzt keine Rolle mehr gespielt. Gut. Ich hätte jetzt eigentlich meinen Hammer nehmen wollen, aber anscheinend wurde mir das vergönnt. Meinen Hammer zu nehmen. So, jetzt können wir hier weiter graben. Da ist nämlich wieder was drüben. Und graben, 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 graben. Am Ende landen wir noch im Graben. Ha, da war der Witz. So, nee, Spaß. Und da oben war eine Jade, die wir zerstört haben. Okay. Hier oben sieht es etwas interessanter aus. Es stehen einige Jaden rum und ich habe das von letzten Part gesichtete Erz im Blick. Aber es kommen auch einige unerwünschte Gäste. Gäste wurden erstmal beseitigt. Oh, was habe ich denn hier? Topas kann platziert werden. Aha. Oh, und da kommt der erste Zombie, wie auch immer, Totenkopf-Zombie. Das wollte ich sagen. Federsturztrank. Na komm hoch. Ich will mich doch um dich kümmern. Der ist zu dumm. Was ja Zombies fast immer sind. Obwohl sie hier eigentlich eine ausgewogene KI haben. Für jemanden, der nicht weiß, was es KI ist, ist künstliche Intelligenz. Ich verwende nicht häufig solche Begriffe, wenn ich es aber mache, dann mache ich es richtig. Oder versuche es richtig zu machen. Okay, kommt der jetzt hoch? Nee. Okay, er kommt hoch. Na komm hoch. Und komm hoch. Und komm hoch. Du stirbst sowieso. Oh, und da kommt der nächste. Und er hat einen Hut auf. So einen Hut will ich mir von meinem Typen holen, der hier mir mein Zeug verkauft, mein Gras und so hier, ne? Also hier wird man nie ungestört bleiben von Monstern. Die sind allgegenwärtig. Gut. Dann haben wir jetzt hier genügend Spielraum und uns mal wieder mit sag schon mit Ärzten einzudecken. Und jetzt will ich natürlich sehen, was das hier ist. Umschlossen von Kupfer befindet sich hier anscheinend eine bestimmte Gesteinsart. Die sich nicht so einfach abbauen lässt. Gut. Die werde ich erstmal außer Acht lassen.
restlichen paar Kupferstücken. Da oben ist auch noch LED-Ohr. Weiß man ja nie, wozu man das alles mal braucht. Manchmal braucht man es auch gar nicht. So, die Fledermaus wird bestimmt hier gleich hochkommen und mir einen Besuch abstatten. Und das hier ist anscheinend dann irgendein Erz, was ich derzeit noch nicht identifizieren kann. Was noch unbekannt ist oder was, wo meine Spitzhacke nicht zu reich ist abzubauen. Weil manche Erze, wie bei Minecraft, auch eine bestimmte Stärke von der Spitzhacke voraussetzen. Oder das Abbauen eine bestimmte Stärke voraussetzt, so dass man Obsidian halt nur mit ein paar Dingens abbauen kann, mit ein paar Diamantachsen. X10. Und da unten habe ich langsam eine Fangemeinde gekriegt. Der eine rennt sogar im Brustpanzer rum. Der will mich anscheinend imponieren. Oder der will mir imponieren, so sagt man das normalerweise ja, ne? Ist ja auch schön, ne? Ne, und weiter geht's. Da ist eine Fledermaus. Komm heraus, kleine Fledermaus. Ist die wirklich so dumm? Ich mach sie auch mal einfach zu sterben. So. Weiter geht's. Hier noch eine Fackel hin. Meine Fangemeinde ist abgehauen jetzt. Keine Ahnung warum. Anscheinend habe ich zu wenig gemacht. Steinblock wieder hier mit Moos bewachsen. Na komm, da hoch wollte ich jetzt eigentlich. Gut, dann. Jetzt sind wieder zwei Fledermäuse da unten. Gut. Die ist jetzt sofort drauf gegangen. Finde ich auch in Ordnung. So, ich baue jetzt hier oben mal noch ein bisschen weiter. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwie was, eine Weiterführung. Da unten füllt sich wieder meine Fangemeinschaft auf. Aber anscheinend ist hier nichts weiter. In der Reichweite hier irgendwo muss ja bestimmt noch was sein, aber das zeigt sich anscheinend gerade eben nicht. Setze ich da einfach mal eine Fackel hin. Dafür, dass es ein ungeklärter Fall ist. Und jetzt geht's hier. Oh shit. Na komm. Jetzt habe ich ja hier meinen schönen Hammer gleich mal austesten. Du musst da aber auch herkommen. Und das hier schaut mir aus wie Magmagestein oder dergleichen. Der schafft's nicht hier hoch. Ist ganz einfach Altersschwäche. Na komm jetzt. Der kommt einfach nicht hoch. Thank you.
drüben sind Leuchtwurzeln anscheinend. Was das hier ist, weiß ich nicht. Silbermünzen, aha. Habe ich einfach mal aus Jux. Oder noch was Silbermünzen. Sind anscheinend irgendwelche Dinger, die hier unter der Erde kursieren. 115 Silbermünzen. War anscheinend kein Spaß gewesen. Ich sehe die aber nirgendwo. Ah ne, die wurden schon in eine Goldmünze umgewandelt. Das ist ja das. Man kann Goldmünzen, also zuvor kann man ja immer nur Silbermünzen aus Kupfer machen. Ne? Und erst wenn man dann die ersten 100 Silbermünzen voll hat, wird automatisch eine Goldmünze hergestellt. Oder man muss die selber herstellen, aber ich glaube öfters wird sie automatisch hergestellt dann. Wenn man die alle im Inventar hat. Und genau dann ist es soweit. Und man kann die ersten Goldmünzen machen. Und ich habe jetzt Spinnennetze eingesammelt. Dafür, die sind gut für Seide, um Seide zu machen. Und Seide kann man ja bekanntlich zu Stoff weiterverarbeiten. Und so kann ich mir dann, wenn ich genügend Seide habe, ein Bett machen. Und das wiederum dient, um meinen Spawnpunkt zu speichern. Nicht, dass ich jetzt immer, wie ihr schon gesehen habt, auf dem Feld da draußen spawne. Oder Feld, oder halt da draußen, wo ich schon immer gespawnt bin, dass ich da spawne. Das kann ich damit dann verhindern. Gut, und da unten kursieren einige Gestalten rum, denen ich abends nicht begegnen will, nein, Spaß, die mir halt nicht so geheuer sind. Das eine Vieh hier. Oh, ich krieg Besuch. Kannst du wenigstens anklopfen. Der Skeleton. Und down ist er. Jetzt kommt auch noch der erste große Mega-Slime. Oh, und hier oben haben wir eine goldene. Eine goldene Truhe. Solche Dinger sind auch relativ selten. Oh, ich hasse diese Viecher. Gut, jetzt habt ihr mich mal hier in Kampf-Action erlebt hier. Nee, Spaß. Auf jeden Fall geht's jetzt hier wieder krank weiter. Und da ist eine Höhle. Was da drin ist, werde ich gleich zu Gesicht bekommen. Und meine Fackeln sind fast alle. Hab ich gerade gemerkt. Die letzte werde ich jetzt hier platzieren und da kriege ich schon wieder Besuch von seinem scheiß Vieh hier. Kann man nicht mal in Ruhe hier, ne? Jetzt brauche ich wieder neue Fackeln. Okay. Sieht schon mal interessant aus hier drin. Jetzt gehe ich erstmal kurz durch, um alles down zu machen. Und jetzt können wir hier noch durch. Okay, nein. Gut. Der ist down. Und jetzt geht's hier weiter. Jetzt sind wir hier drin. Und da drin befindet sich was? Eine Jade. Da oben einmal Gold. Topas. Topas war das, okay. War kein Gold, es war Topas. Kann ich ja nicht wissen. Oh. Jetzt kriege ich ganz hohen Besuch. Der hat schon ein paar mehr Leben als sein Vorgänger.
wird aber das gleiche Schicksal erleiden. Nur ein bisschen langsamer. Und dann kommt auch schon der nächste Kandidat. Ob der ist hochgegangen. Gut. Dumm wie manche sind, ne? Und jetzt machen wir hier mal weiter. Komme ich hier eigentlich hoch? Muss das mal ein bisschen runternehmen hier. Gut, weiter geht's. Da unten ist eigentlich nicht so richtig viel. Da oben befindet sich noch was. Da ist noch eine kleine Hohlkammer. Da gehen wir jetzt mal noch hin. Aber der Slime kommt jetzt hier runter. Na komm, bist du so doof? Hat er sich selber eingesperrt? Okay, dumm. Nein, auch nicht. Er hat's geschafft. Schafft das hier hoch? Nee, schafft er nicht. Na komm hoch. Da. 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 Und ein auf die Nisse. So. So, ich glaube, ich kann mir ja noch mal ein paar Fackeln machen. Die brauche ich ja dringend. Und weg. So. Deswegen ist es auch immer gut, genügend Holz dabei zu haben, denn man weiß nie, wann einmal die Fackeln ausgehen, und ich habe das schon oft erlebt, dass einem da wirklich einfach... Nein, ich wollte das Tubas jetzt nicht da platzieren. Okay, das ist jetzt scheiße, dezent scheiße. Gut, der ist auch dumm. Da wird er jetzt nicht mehr hochkommen. Meine Fangemeinde ist anscheinend doch nicht so schlau, wie ich dachte. Okay, so. Und die nächste Jade. Ich habe ja die ganze... die schöne Truhe da oben vergessen. Die muss ich mir natürlich nachher noch holen. Die kann ich natürlich nicht aus der Acht lassen. Die dumme Spinne hat sich jetzt auch eingeklemmt. Und kommt nicht mal richtig los. Da unten ist nicht. Deswegen bauen wir das einfach mal zu. Oh, was haben wir denn hier? Blau. Saphir. Findet man auch nicht alle Tage, ne? Aber hier ist jetzt nicht gerade mehr und ich habe jetzt auch keinen Bock danach zu buddeln, ob hier noch irgendwas sein sollte. Oh, das ist ein Schönheitsfehler. Das ist garantiert ein Schönheitsfehler. Ein umgedrehter Kopf gilt als Schönheitsfehler. Das Vieh hat 65 Leben, gut. Seine Vorgänger hatten ein paar mehr, hat ihnen aber auch nichts geholfen. Oh, jetzt kommt der erste Wurm wieder. Und der nächste kommt, der nächste Kandidat. Na komm, du stirbst noch vor deinem Bruder hier. Dingens. Wenn ich da jetzt runtergehe, werde ich attackiert, aber sowas von dermaßen. Aber ich hab's gemeistert. Na komm. Schwarzschleimi. Das wird er nicht schaffen.
aber halt auch doch. Und man sollte auch immer genügend Erde dabei haben, um sich hier überall hochzubauen. Gut. Und ich habe diese da immer dabei. Okay. So, noch ein paar Fackeln machen. Wieder auffüllen. So. Das Zeug alles einsacken. Hier habe ich noch eine neue Goldmünze. So ein Teil. Dann noch so ein Trank, was die ganzen Tränke alles bringen. Das erkläre ich euch noch später mal. Dann gibt es jetzt solche Dinger wie sowas hier, die richtig feinen Damage machen, sage ich euch. Das sind Bumeränge. Domino-Pfeil habe ich auch gekriegt. Aber ihr seht, da ist auch schon wieder mein Inventar fast voll. Und es wird Zeit, dass ich mal recke. Recken werde ich jetzt hier nicht freiwillig, ne? Aber ist auch nicht gerade gut, wenn man hier drin bleibt und ist alles zu. Man findet dann halt noch Schätze, noch ein Nöcher. Ist dann nicht gerade von Vorteil, wenn man dann einen vollen Inventar hat. Gut, ich verabschiede mich hier erstmal mit dem Part und ich mache gleich weiter hier in der Höhle.